Okay, wenn du nicht in den Wald gehst, dann wird dein Leben nie beginnen. Falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Elisabeth, ich bin Mentorin für weibliche Freiheit und ich begleite Frauen aus dem tiefsitzenden Selbstzweifel durch die Prägung von Patriarchat und Kirche in den Glauben an sich selbst. Und heute möchte ich dir berichten, warum der Wald so wichtig für uns Frauen ist und was ich für ein ganz frisches Erlebnis damit habe. Ich war am Sonntag mit mir alleine im Wald und zwar über einen viel, viel längeren Zeitraum, als ich das sonst so mache. Sonst bin ich auch meistens mit meinem Mann da unterwegs und diesmal bin ich quasi beauftragt worden, alleine mit mir in den Wald zu gehen, um klar zu werden in einer Frage, die mich sehr herausgefordert hat, wo ich gemerkt habe, ich kämpfe gegen mich selbst. Oder keine Ahnung, mein Ego kämpft gegen die Seele, wie du es auch nennen magst. Also es war auf jeden Fall ein unangenehmer State, in dem ich da war, so ein richtiger Stuck State. Also ich hing fest, ich habe keine Lösung gesehen, kein Licht am Ende des Tunnels. Und ich hatte, als diese Weisung kam, du gehst bitte in den Wald für viele Stunden alleine, ohne Ablenkung, hatte ich erstmal Angst. Ich hatte richtig, richtig Angst und die Hose voll, was da wohl passiert in mir. Angst vor Gefühlen, kann ich sagen. Und ich habe mich aber gleichzeitig an dieses Buch hier erinnert, was ich ungefähr vor knapp 20 Jahren zum ersten Mal gelesen habe. Die Wolfsfrau, ein Klassiker für Frauen. Und ich habe mir an einer einzigen Stelle ein Post-it reingemacht. Normalerweise sind meine Bücher voll mit Post-its und nur diese Stelle war mir damals wichtig. Und ich musste sofort an diese Stelle denken, als der Auftrag kam, du gehst bitte in den Wald. Und ich möchte heute diese Geschichte mit dir teilen und hoffe, dass du den Punkt kriegst, dass du dich erinnert fühlst an so eine innere Wahrheit. Denn ich wusste sofort, dass das richtig ist, dass das stimmt. Ja, ich muss in den Wald gehen. Und ich bin dann gegangen, obwohl ich wirklich Angst hatte davor. Und es war ein richtig, richtig klärendes, stabilisierendes, rundum gutes Erlebnis. Friedvoll, kraftvoll. Ich habe mich wie an uralte Wahrheit erinnert. Und ich finde, die folgende Geschichte fasst das sehr schön in einem Bild zusammen. Also lehn dich zurück und lass dir eine kleine Geschichte aus diesem Buch vorlesen. Die Wimper des Wolfes. Wenn du nicht hinaus in den Wald gehst, wird nie etwas passieren und dein Leben wird nie beginnen. Geh nicht hinaus in den Wald, geh nicht hinaus, sagten sie. Warum nicht? Warum soll ich heute Nacht nicht hinaus in den Wald gehen? Fragte sie. Dort lebt ein großer Wolf, der Menschen wie dich auffrisst. Geh nicht hinaus in den Wald, geh nicht hinaus. Das ist kein Spaß. Natürlich ging sie hinaus. Sie ging trotzdem hinaus in den Wald und natürlich traf sie den Wolf, vor dem man sie gewarnt hatte. Da siehst du, wir haben dich gewarnt, triumphierten sie. Das ist mein Leben und kein Märchen, ihr Dummköpfe, sagte sie. Ich muss hinaus in den Wald gehen und ich muss den Wolf treffen, oder mein Leben wird nie beginnen. Aber der Wolf, dem sie begegnete, steckte in einer Falle, in der die Pfote dieses Wolfes gefangen war. Hilf mir, so hilf mir doch. Aui, au, aui, rief der Wolf. Hilf mir, so hilf mir doch, rief er. Dann sollst du eine angemessene Belohnung bekommen. So verhalten sich nämlich Wölfe in Geschichten wie dieser. Woher soll ich wissen, dass du mir kein Leid zufügst? Fragte sie, denn es war ihre Rolle, Fragen zu stellen. Woher weiß ich, dass du mich nicht tötest und nur meine Knochen übrig lässt? Das ist die falsche Frage, sagte der Wolf. Du wirst mir eben glauben müssen.
Und der Wolf fing wieder an zu schreien und zu heulen, mehr noch als zuvor. Oh, aui, aui, aui. Es gibt nur eine Frage, die zu stellen sich lohnt, schönes Mädchen. Wo, ist die Seele? Okay, du Wolf, du, ich riskier's. Also dann los. Und sie ließ die Falle aufschnappen und der Wolf zog seine Pfote heraus und sie verband sie mit Kräutern und Gräsern. Ach, dank dir, liebes Mädchen, dank dir, seufzte der Wolf. Und weil sie zu viele von den falschen Geschichten gelesen hatte, rief sie: Also los jetzt, töte mich, bringen wir es hinter uns. Doch nein, nichts dergleichen geschah. Stattdessen legte der Wolf die Pfote auf ihren Arm. Ich bin ein Wolf aus einer anderen Zeit und von einem anderen Ort, sagte er. Und er zupfte sich eine Augenwimper aus, gab sie ihr und sagte: Verwende sie und sei weise. Von nun an wirst du wissen, wer gut und wer weniger gut ist. Schau mit meinen Augen und du wirst klar sehen. Weil du mich am Leben ließest, lade ich dich ein, in einer Weise zu leben wie nie zuvor. Vergiss nicht, es gibt nur eine Frage, die zu stellen sich lohnt, schönes Mädchen. Wo, au, ist die Seele? Und so ging sie zurück in ihr Dorf, glücklich noch am Leben zu sein. Und als sie diesmal sagten: Bleib einfach hier und sei meine Braut, oder tu, was ich dir gesagt habe, oder sag, was ich will, dass du sagst, und bleib so unbeschrieben wie am Tag, an dem du kamst, hielt sie die Wimper des Wolfs hoch und guckte hindurch und sah ihre Motive, so wie sie diese zuvor noch nicht gesehen hatte. Und beim nächsten Mal, als der Metzger das Fleisch abwog, blickte sie durch die Wimper ihres Wolfs und sah, dass er seinen Daumen mitwog. Und sie sah ihren Verehrer an, der sagte: Ich bin der Richtige für dich. Und sie sah, dass ihr Verehrer für sie überhaupt nicht der Richtige war. Und auf diese Weise und noch andere wurde sie gerettet. Nicht gerade vor allem, aber doch vor vielerlei Unglück. Und mehr noch, mit diesem neuen Sehen erkannte sie nicht nur die Verschlagenen und die Grausamen, ihr Herz wurde auch immer größer und größer, denn sie betrachtete jeden Menschen und sah ihn mit Hilfe der Gabe des Wolfes, den sie gerettet hatte, in einem helleren Licht. Und sie sah diejenigen, die wirklich gutherzig waren, und ging hin zu ihnen. Sie fand ihren Partner und blieb alle Tage ihres Lebens bei ihm. Sie erkannte die Tapferen und kam zu ihnen. Sie entdeckte die Aufrichtigen und schloss sich ihnen an. Sie sah Verwirrung unter dem Zorn und eilte, sie zu lindern. Sie sah Liebe in den Augen der Schüchternen und reichte ihnen die Hand. Sie sah das Leid derer, die die Zähne zusammenbissen, und warb um ihr Lachen. Sie sah die Not des Mannes ohne Worte und sprach für ihn. Sie sah den Glauben tief in der Frau, die sagte, sie habe keinen, und entzündete ihn wieder an ihrem eigenen. Sie sah alle Dinge mit ihrer Wolfswimper und alle Dinge, die wahr waren, und alle Dinge, die falsch waren, alle Dinge, die gegen das Leben gerichtet waren, und alle Dinge, die dem Leben zugewandt waren, alle Dinge, die nur durch die Augen dessen zu sehen sind, der das Herz mit dem Herzen abwägt und nicht nur mit dem Verstand. Und so lernte sie, dass es wahr ist, was sie sagen, dass der Wolf der Weiseste von allen ist. Wenn du genau hinhörst, dann stellt der Wolf mit seinem Geheul stets die wichtigste Frage. Nicht, wo das nächste Essen ist, nicht, wo der nächste Kampf, nicht, wo der nächste Tanz ist, sondern die wichtigste Frage, um hinein und dahinter zu sehen, um den Wert von allem abzuwägen, was lebt,
Wo ist die Seele? Wo ist die Seele? Wo ist die Seele? Geh hinaus in den Wald. Wenn du nicht hinaus in den Wald gehst, wird nie etwas passieren und dein Leben wird nie beginnen. Geh hinaus in den Wald. Geh hinaus in den Wald. Geh hinaus in den Wald. Mir ging es tatsächlich so, dass ich ganz deutlich gespürt habe und auch realisiert habe, das war nicht nur eine Herzsache, sondern wirklich Kopf, Herz und Bauch haben eine Sprache sehr, sehr powervoll gesprochen, haben gesagt, das hier, was in diesem Wald jetzt gerade passiert, das beschützt dich vor einer Menge Unglück. Und ich hoffe, dass diese kleine Geschichte dich so ein bisschen in einer ähnlichen Weise berührt, erinnert an eine tiefe Wahrheit, die du in dir einfach weißt. Und ich lade dich dazu ein, wirklich mal in den Wald zu gehen, ganz mit dir allein, vielleicht mit einer Frage, mit einer Herausforderung, mit einer Entscheidung, die dir schwer fällt, zu fällen und bleibe. Bleibe und geh durch alles durch, was kommen will, bis du klar bist. Und wenn du am Ende klar bist, dann bist du so klar, dass es wirklich keinen Zweifel mehr gibt, sondern nur noch der Glaube an dich selbst da ist. Ja. Ich möchte dich zum Schluss einladen, dass du dir gerne auch auf meiner neuen Homepage, die blende ich jetzt hier gleich mal unten ein, mein gratis Online-Training für dich runterladen kannst, also dich quasi eintragen kannst, dass du es zugeschickt bekommst. Es gibt dort auch einen Assessment-Bogen, den du ebenso anfordern kannst, um zu gucken, wo stehe ich denn im Glauben an mich selbst als Frau. Und falls du noch nicht in meiner Facebook-Gruppe bist, lade ich dich auch gerne dazu ein. Die blende ich hier eben auch nochmal ein. Also komm gerne in die Ich glaube an mich Frauenpower der neuen Zeit-Gruppe. Dort treffen sich viele wache Frauen, die ihr Leben in die eigenen Hände nehmen wollen und die den Mut haben, in den Wald zu gehen. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine richtig gute Woche, gut geerdet, gut verbunden mit ja, der Natur, deren Teil wir alle sind. Und ich freue mich, wenn du auf meiner Seite vorbeikommst und wenn ich dich bald in meiner Gruppe begrüßen darf. Hab eine richtig gute Woche. Bis bald. Ciao.